Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Jäger. Ich möchte euch heute hier willkommen heißen zum neuesten Vortrag von Faszination Astronomie Online. Das Thema des heutigen Abends ist das Hubble-Weltraumteleskop, 30 Jahre Hubble-Weltraumteleskop. Warum gerade ich diesen Vortrag halte, das ist relativ leicht zu erklären. Zwischen 2015 und 2019 war ich der Pressesprecher für das Hubble-Weltraumteleskop in Europa für die Europäische Weltraumbehörde. Das Hubble-Weltraumteleskop hat in den letzten 30 Jahren oder 29 Jahren und 364 Tagen unser Bild vom Universum geprägt wie kein anderes Instrument. Im Endeffekt hat Hubble uns gezeigt, wie das Universum auszusehen hat. Es hat uns gezeigt, wie wundervoll bunt und aufregend das Universum ist. Einige der Bilder, wie dieses Bild hier, das sind die Säulen der Schöpfung, wurden zu Ikonen der Astronomie. Also es gibt kaum ein anderes Bild, das so häufig dupliziert wurde wie dieses hier. Und da Hubble nicht nur vor 30 Jahren gestartet und seitdem im Orbit kreist, sondern immer wieder gewartet wurde in den letzten 30 Jahren, mit neuen Kameras ausgestattet wurde, sind die Bilder mit der Zeit immer spektakulärer geworden. Das hier zeigt jetzt die berühmten Säulen der Schöpfung, wie sie 2015 aufgenommen wurden, zum 25-Jahr-Jubiläum, und man sieht deutlich, wie viel besser die Kameratechnologie in all den Jahren geworden ist. Hubble hat uns aber nicht nur das sichtbare Universum gezeigt, sondern auch das unsichtbare. Hubble kann auch Licht beobachten, welches wir mit unseren Augen nicht sehen können, ultraviolettes Licht und infrarotes Licht. Deswegen wurde auch 2015 die Säulen der Schöpfung im infraroten Licht beobachtet. Und wie man sehen kann, sieht es komplett anders aus. Man kann plötzlich durch die Staubbänder hindurchblicken, man kann die Sterne hinter den Säulen der Schöpfung anschauen und untersuchen. Das zeigt uns, wie wichtig die Infrarotastronomie für die Untersuchung des Universums ist. In den letzten 30 Jahren hat Hubble 1,5 Millionen Beobachtungen gemacht. Das hat es gemacht, während es 167.000 Mal um die Erde gekreist ist. Und es hat dabei etwa 160 Terabyte an Daten gesammelt. Aus diesen Daten haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt 16.000 wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Diese Zahlen sind beeindruckend und sie zeigen auch, dass immer wenn man über Hubble redet, man nur einige Anekdoten erwähnen kann. Die Datensammlung und die Ergebnisse, die Hubble geliefert hat, sind einfach viel zu groß. Ich habe heute 30 Minuten über Hubble zu reden. Das ist natürlich nicht genug, auch nur ansatzweise darauf einzugehen, was Hubble alles geleistet hat. Ich habe ein paar persönliche Anekdoten rausgesucht, natürlich mit Schwerpunkt auf die Projekte, an denen ich selbst mitgearbeitet habe. Aber gehen wir ganz zurück zum Anfang. Wo kommt denn Hubble eigentlich her? Und Hubble hat seinen Anfang nicht etwa irgendwo in den Vereinigten Staaten bei der NASA, sondern in Deutschland mit diesem Herrn, diesem schönen Schnauzbart. Das ist Hermann Oberth. Er war deutscher Astronom, kann man nicht sagen, Ingenieur. Und er hat ein Buch geschrieben, Die Rakete zu den Planetenräumen. Und zwar im Jahr 1923, also Jahre bevor Wernher von Braun und sein Team angefangen haben, tatsächlich die ersten Raketen zu bauen. Und in diesem Buch spricht er zum ersten Mal über ein Weltraumobservatorium und wie toll es nicht wäre, ein solches zu haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, greift dieser Mann hier, das ist Lyman Spitzer, ein amerikanischer Astronom, die Idee des Weltraumobservatoriums wieder auf. Und er schreibt kein Buch darüber, sondern als professioneller Astronom schreibt er ein Paper, eine wissenschaftliche Publikation, und darin fasst er die Vorteile zusammen, die er in einem Weltraumobservatorium sieht. Und es sind im Grunde drei große Vorteile, die wir haben. Das eine ist die Abwesenheit einer Atmosphäre, und zwar der Vorteil der fehlenden sogenannten atmosphärischen Absorption. Wenn wir uns dieses Diagramm hier ansehen, dann sehen wir hier unten auf der Achse die Wellenlängen. Hier auf der linken Seite sind die kurzen Wellenlängen, nach rechts wird es immer länger. Und hier auf der anderen Achse sehen wir diesen braunen Bereich. Das ist die Durchlässigkeit der Atmosphäre für Strahlung. Wir sehen, dass in ganz vielen Wellenlängenbereichen die Atmosphäre nicht durchlässig ist. Hier im visuellen, also das Licht, das wir mit unseren Augen sehen können, gibt es ein Fenster, mit dem wir ins Weltall sehen können. Offensichtlich, denn wir können mit unseren Augen Sterne sehen. Es gibt ein paar Fenster im
Infraroten. Und es gibt ein großes Fenster im Radiobereich. Große Teile dazwischen, wie etwa hier im Ultravioletten, also das Blaue ist als Blau, oder das ferne Infrarote, oder auch die Röntgenstrahlung, können von der Erde aus nicht beobachtet werden. Das sind aber wichtige Strahlungsregime für die Astronomie. Man kann dort in diesen Bereichen sehr viel lernen, geht allerdings von der Erde aus nicht, da die Atmosphäre die Beobachtung verhindert. Der zweite Punkt ist so offensichtlich, dass man ihn fast vergessen könnte, und das ist das Wetter. Es gibt natürlich im Weltall kein klassisches Wetter, es gibt Weltraumwetter, aber das würde hier zu weit führen. Aber Regen und Wolken sucht man im Weltraum vergebens. Diese schöne Aufnahme hier stammt vom LASEE-Observatorium der Europäischen Südsternwarte in Chile und zeigt, was passieren kann, wenn man schlechtes Wetter hat. Das Observatorium ist gerade noch über der Wolkendecke und je nachdem, wie sich die Wolkendecke dann in den nächsten Stunden entwickelt, kann es sein, dass die Astronomen nochmal beobachten können in dieser Nacht oder die Nacht vor dem Fernseher verbringen müssen, da keine Beobachtungen möglich sind. Der dritte Punkt ist die Seeing-Limitation. Das Seeing, das ist etwas, das kennen wir alle, auch vielleicht nicht unter diesem Namen. Sie alle waren hoffentlich schon mal mit einem Partner oder einer Partnerin im romantischen Sternenspaziergang unterwegs, haben nach oben geschaut und die Sterne haben ganz romantisch gefunkelt. Und dann hatten sie vielleicht das Pech und ihr Partner, ihre Partnerin, den Astronom, hat hochgeschaut und gemeint, ganz fürchterliches Seeing heute Nacht. Denn dieses Funkeln der Sterne ist zwar sehr romantisch, allerdings für uns Astronomen sehr, sehr störend. Was passiert ist, wenn ich mir einen Stern, der sehr funkelt, im Teleskop ansehe, das sehe ich hier rechts, muss ich meinen Mauszeiger wieder finden, hier, und zwar wird aus diesen einzelnen punktförmigen Sternen in einer Langzeitbelichtung, und das ist das, was wir Astronomen ja immer machen, kein einzelner Stern mehr, sondern ein Scheibchen, ein verwaschener Fleck anstelle eines Sterns. Die Ursache dahinter ist die Atmosphäre wiederum. Die Atmosphäre ist nicht homogen, es gibt unterschiedliche Luftschichten, die bewegen sich, die haben unterschiedliche Temperaturen und das alles führt dazu, dass das Licht des Sternes nicht stillzustehen scheint, sondern der Stern springt herum. Wie schlimm diese Luftunruhe ist, ist am besten vergleichbar, wenn man sich ein Teleskop anschaut, das aus Lyman Spitzers Zeit stammt, das Palomar Observatorium in den USA. Es besitzt einen 5-Meter-Spiegel, also Spiegel hat 5 Meter Durchmesser. Und dieses Teleskop hat eine Auflösung, das nur 60 Mal besser ist als das menschliche Auge. Würde man dieses Observatorium allerdings mit einer großen Rakete in den Weltraum schießen, wäre die Auflösung 6000 Mal besser. Also wir verlieren hier einen Großteil der möglichen Auflösung durch die Seeing-Beschränkung der Atmosphäre. 1946 schreibt Spitzer sein Paper und es beginnt eine jahrzehntelange Lobbyarbeit von seiner Seite, die erst 1976 Erfolg trägt. Also er hat wirklich einen langen Atem bewiesen. 1976 beschließen die NASA und die Europäische Weltraumbehörde ESA zusammenzuarbeiten und ein Weltraumobservatorium zu bauen, das sie in klassischer Astronomiemanier Large Space Telescope taufen. Also sehr wenig einfallsreich. ESA beschließt 15% der Baukosten und der laufenden Kosten zu übernehmen. Den restlichen Kosten übernimmt die NASA. Das Teleskop sollte schlussendlich so aussehen. Im Kern besitzt es einen Spiegel mit einem Durchmesser von 2,4 Metern. Das Licht, das auf den Spiegel fällt, wird auf einen Sekundärspiegel geworfen, der 30 cm Größe hat, und dann zurückreflektiert und durch ein Loch im Hauptspiegel fällt dann das Licht auf die hinten angebrachten Kameras. Geplant war eine Hauptkamera, hier die Widefield-Kamera 1, und dann ein ganzes Set an weiteren Instrumenten zur Untersuchung des einfallenden Sternenlichts. Natürlich braucht es dann auch jede Menge weitere Dinge, um das Teleskop am Laufen zu halten. Die sogenannten Fine-Guidance-Sensoren stellen sicher, dass das Teleskop genau dorthin blickt, wo es blicken soll. Die Unterstützungssysteme beinhalten den Computer, Batterien, Gyroskope und Reaktionsräder. Reaktionsräder sind dazu da, um das Teleskop zu drehen, in eure Blickrichtung zu drehen, und die Gyroskope messen, wie schnell sich das Teleskop dreht, damit man die Reaktionsräder entsprechend anpassen kann. Dann natürlich zwei Kommunikationsantennen, um mit der Erde zu reden, für den Fall, dass eine ausfällt. Eine Aperturabdeckung,
Die wird für zwei Gründe gebraucht. Zum einen sollte sich ein Objekt Hubble nähern, ein Mikrometeorit, ein Schrottteilchen, kann die Abdeckung geschlossen werden, um den Spiegel zu schützen. Und der andere Grund war, und das wurde leider auch schon benutzt, wenn das Teleskop aus der Kontrolle gerät, wenn es sich nicht mehr steuern lässt, dann kann man die Aperturabdeckung schließen. Und sollte das Teleskop versehentlich bei seinem Trudeln in die Sonne blicken, werden die empfindlichen Instrumente dadurch nicht beschädigt. Zu guter Letzt die Solarpaneele. Diese liefern die Energie und die Solarpaneele sind auch der Teil, der wichtigste Teil, den die ESA für das Hubble-Weltraumteleskop beigesteuert hat beim Bau. Hier sieht man die Paneele noch am Boden in der Halle, wo sie hergestellt worden sind. 1983, das Projekt ist schon sehr weit fortgeschritten, beschließt man, das Projekt umzubenennen. Large Space Telescope war dann doch kein so ein griffiger Name. Und es wird in das Hubble-Weltraumteleskop umbenannt, zu Ehren von Edwin Powell Hubble. Den sieht man hier mit seiner Pfeife. Ich glaube, es gibt kaum ein Foto von ihm ohne Pfeife. Edwin Hubble war ein sehr bemerkenswerter Mann, wenn man mal eine Biografie von ihm lesen möchte. Tut sich einiges. Er war Rechtsanwalt, er war Profiboxer, er war Weltkriegsveteran und er war Astronom. Und als Astronom hat er zwei Entdeckungen gemacht, die unser Weltbild komplett verändert haben. Im Prinzip kann man fast sagen, er war ein zweiter Galileo Galilei. Das erste, das er herausgefunden hat, geschah bei einer Beobachtung des Andromeda-Nebels. Den sieht man hier auf der Original-Glasplatte, die er damals verwendet hat. Das war noch vor der Einführung der digitalen Fotografie. Und er hat mehrere Sterne in diesem Nebel identifiziert und dabei eine Nova gefunden. So dachte er zuerst, das ist dieses durchgestrichene N hier oben. Hat aber sehr schnell herausgefunden, es war keine Nova, kein explodierender Stern, sondern ein variabler Stern, ein sogenannter Cepheide. Cepheiden sind sehr toll, denn man kann mit ihnen Entfernungsbestimmung betreiben. Und bis dahin dachte man eigentlich, das Universum besteht im Grunde genommen nur aus unserer Milchstraße, also durchaus überschaubar. Als Edwin Hubble allerdings die Entfernung zu diesem Cepheiden im Andromeda-Nebel vermaß, stellt er fest, dass der Andromeda-Nebel kein Nebel war, sondern eine eigene Welteninsel, eine Galaxie, die Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt war. Er hat festgestellt, dass das Universum aus weit mehr besteht als nur aus unserer Milchstraße. Er hat damit den Grundstein gelegt für die Extragalaktik und eigentlich auch für die Kosmologie. Als er immer mehr von diesen Nebeln untersuchte, von diesen neuen Galaxien und vermaß, wie weit sie weg sind, entdeckte er etwas sehr Eigenartiges, nämlich, dass sich die meisten von diesen Galaxien von uns wegbewegen. Er hat die sogenannte kosmologische Rotverschiebung gefunden. Bereits zuvor hatte man theoretisch überlegt, dass es einen Urknall gegeben haben könnte, allerdings gab es bis dahin keinen Beweis dafür. Es hatte niemand einen beobachtenden Beweis gefunden. Und Edwin Hubble war dann schlussendlich derjenige, der als erstes einen Hinweis darauf gefunden hat, dass diese Theorie tatsächlich richtig sein könnte. Ein Jahr später, nachdem man das Projekt in das Hubble-Weltraumteleskop umbenannt hatte, kommt die Europäische Südsternwarte ins Spiel. An der Europäischen Südsternwarte wird nämlich das Space Telescope European Coordinating Facility gegründet. Dieser sehr spießige Name war ein sehr wichtiges Projekt, denn die Europäische Südsternwarte übernahm die Datenspeicherung, Datenanalyse und Auswertung aller Hubble-Daten in Europa. Es hatte infrastrukturelle Gründe und das blieb auch lange so. Heute werden die Hubble-Daten nicht mehr bei der ESO gespeichert, sondern liegen im ESA-Datenzentrum in Madrid. Allerdings, was immer noch bei der ESO verblieben ist, ist die Öffentlichkeitsabteilung für Hubble. Die sitzt ungefähr hier rechts unten. Das ist ein neues Bild von der ESO, die sah 1984 nicht so aus. Alles, was sich hier links befindet, ist der sogenannte Neubau, der erst in den 2010er Jahren dazu kam. Und hier oben sieht man sehr schön das Besucherzentrum der Europäischen Südsternwarte, die ESO Supernova, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, hat auch ein schönes Hubble-Modell ausgestellt und sehr, sehr viele Hubble-Bilder. 1985 ist das Teleskop endlich fertiggestellt. Hier sieht man es im Rheinraum und damit bereit für den Start. Start war dann 1990. Was ist passiert?
Dieser Unfall hier ist passiert, den wohl die meisten kennen. Am 28. Januar 1986 explodiert die Raumfähre Challenger kurz nach dem Start und alle 7 Astronauten an Bord sterben. Abgesehen davon, dass es eine große Tragödie war, hat es auch bedeutet, dass alle Shuttleflüge eingestellt wurden. Die NASA wollte herausfinden, was den Unfall verursacht hat und wollte natürlich auch sicherstellen, dass es nicht zu einem weiteren, zu einem Unfall kommt. Das hieß allerdings auch, dass Hubble nicht gestartet werden konnte, denn Hubble war auf das Space Shuttle angewiesen. Es dauerte 4 Jahre, bis Hubble schlussendlich dann doch noch seinen Weg in das Weltall gefunden hat. Am 24. April 1990, also morgen in 30 Jahren, startete Space Shuttle Discovery und setzte dann am nächsten Tag, am 25. April, Hubble in 600 Kilometer Höhe aus. Das sieht man hier sehr schön, wo der Arm Hubble loslässt. Die Begeisterung war groß. Endlich das erste große Weltraumobservatorium. Aber die Begeisterung hielt leider nicht lange an. Als man eine erste Beobachtung der Galaxie Messier 100 durchführte und das Ergebnis war nicht ganz das, was man sich erhofft hatte. Es war verwaschen und es hat ein bisschen gedauert, bis man herausgefunden hat, was das Problem war. Aber schlussendlich wurde klar, Hubble ist fehlsichtig, der Spiegel von Hubble war nicht korrekt geschliffen worden. Hubble leidet unter einer sogenannten sphärischen Aberration. Das kennen vielleicht manche vom Augenarzt. Das hat ihnen der Augenarzt vielleicht schon mal um die Ohren geschmissen, falls sie sich immer gefragt haben, was das ist. Eigentlich soll eine Linse oder ein Spiegel, wie im Fall von Hubble, alle Lichtlinien auf einen Punkt fokussieren, auf den Fokus. Im Fall einer sphärischen Aberration ist dies aber nicht der Fall. Es gibt keinen einzelnen Fokuspunkt mehr, sondern es gibt Fokus-Foci, also mehrere Fokusse. Und das führt dazu, dass das Bild nicht mehr scharf ist. NASA und ESA haben sich sehr schnell überlegt, was sie machen könnten und innerhalb von 3 Jahren eine Brille für Hubble entwickelt, COSTAR genannt, ein Linsensystem aus 5 Linsen, welches in den Strahlengang von Hubble eingebaut worden ist, im Rahmen der ersten Service-Mission, die 1993 durchgeführt wurde. Direkt nach der Service-Mission dasselbe Bild noch einmal aufgenommen und es zeigt sich, Hubble sieht endlich so scharf, wie man es erwartet hat. Diese 3 Jahre waren allerdings sehr hart für die NASA, zum Glück weniger hart für die ESA, da sie ein bisschen im Hintergrund waren. Und NASA musste sich sehr heftiger Kritik aussetzen. Das Projekt war viel zu überteuert und jetzt war es auch noch fehlsichtig. Newsweek hier berichtet von 1,5 Billion Blunder, also 1,5 Milliarden, die die NASA hier in den Sand gesetzt hat. Auch Karikaturisten stürzen sich natürlich mit Begeisterung auf das fehlsichtige Hubble. Hier links oben sieht man Mr. Magoo, der ist in den USA ein sehr bekannter Cartoon-Charakter, bekannt für seine Fehlsichtigkeit. Man hat ihn hier auf das Hubble-Weltraumteleskop gemalt und hier rechts unten versucht die Raumfähre Atlantis Hubble dazu zu bringen, die dritte Zeile von unten zu lesen. Diesen Cartoon mag ich insofern sehr, als der Cartoon auf Kosten des Cartoonisten geht. Das hier ist natürlich Hubbles Hinterteil. Und der Lichteinfall kommt von der anderen Seite. Hubble ist aber voll einsatzbereit, das die Nase ein bisschen angekratzt, aber steckt auch das weg. Und 1994, ziemlich kurz nach der Reparatur von Hubble, kommt es zu einem einmaligen Ereignis im Sonnensystem. Ein riesiger Komet, Shoemaker-Levy 9, stürzt auf den größten Planeten, auf Jupiter, und hinterlässt einen riesigen Einschlagskrater, wenn man das bei einem Gasplaneten so nennen kann. Und Hubble ist natürlich live dabei zu beobachten, wie sich diese Einschlagsstelle entwickelt und verändert. Normalerweise bräuchte man, um solche Bilder zu erhalten, wie Hubble sie geliefert hat, eine Raumsonde direkt im Orbit von Jupiter. Hubble konnte allerdings sofort darauf reagieren, brauchte keine Jahrzehnte der Vorbereitung und lieferte gestochen scharfe Bilder. Es erlaubte uns direkt herauszufinden, wie schnell sind die Windgeschwindigkeiten auf Jupiter, wie entwickelt sich dieser Einschlagskrater, woraus bestehen Kometen eigentlich? Der Komet ist beim Einschlag verdampft, hat Spektrallinien hinterlassen, die man untersuchen konnte. All das hat Hubble gezeigt und damit war im Prinzip der Beginn des Hubble Legacy, des Mythos Hubble geboren, einfach zu zeigen, was Hubble alles leisten kann. Im
darauffolgenden Jahr hat Hubble den Orionnebel untersucht. Das Hintergrundbild stammt nicht aus 1995, sondern ist eine neuere Aufnahme, aber zeigt sehr schön den Orionnebel in seiner fast Gesamtheit. Und 1995 gelang es, einige junge Protosterne im Orionnebel zu beobachten. Und dabei wurde etwas sichtbar, das man bis dahin gar nicht kannte, nämlich diese schwarzen Streifen hier rundherum. Das sind sogenannte Proplyds, protoplanetare Scheiben. Es sind Planetensysteme, die sich gerade in Entwicklung befinden. Es war das erste Mal, dass so etwas beobachtet wurde und auch das erste Mal, dass wir uns sicher sein konnten, so entstehen Planetensysteme. Bis dahin hatten wir nur Ideen, wie so etwas passieren könnte. 96, dann der nächste große Wurf von Hubble. 6 Tage lang beobachtet Hubble ein schwarzes Stück Himmel. Ein nicht ganz unumstrittenes Unterfangen, wertvolle Beobachtungszeit. Allerdings, als dann nach 6 Tagen das Bild fertig zurückkam, war man im Prinzip war jeder davon überzeugt, dass die Zeit es wert war. Es war das sogenannte Hubble Deep Field. Auf diesem kleinen Stück Nachthimmel tummeln sich 3000 Galaxien, die bis zurück ins frühe Universum reichen. Und das Bild war das erste Mal, dass es uns Astronomen erlaubt hat, Galaxienentwicklung zu untersuchen, uns anzuschauen, wie sieht das frühe Universum aus, wie ist das mittlere, wie haben sich Galaxien im Laufe der Zeit verändert. Das war 1996, das ist noch nicht so lange her. 1997 dann die zweite Service-Mission. Hier werden 2 neue Spektroskopen eingebaut, die vor allem empfindlich im ultravioletten und im nahen Infraroten sind und die aber gleichzeitig auch als Kameras dienen können. Und immer, wenn man natürlich ein neues Spielzeug hat, Astronomen sind da keine Ausnahme, dann muss man es gleich ausprobieren. Und man hat den Planeten Saturn untersucht. Es ist eine Kompositaufnahme aus sichtbaren Lichtaufnahmen, klassische Saturn. Und das, was hier oben drauf sich befindet, sind Ultraviolettaufnahmen und es sind Polarlichter, die auf dem Saturn hin und her wabern. Und diese Aufnahmen haben es uns erlaubt herauszufinden, wie stark ist dann eigentlich das Magnetfeld auf Saturn? Wie verändert es sich? Und welche Auswirkungen hat der Sonnenwind auf einen Planeten, der so weit weg von der Sonne ist? 1998 benutzten Astronomen Hubble und auch eine Reihe von anderen Astronomen, um Supernovae zu untersuchen, explodierende Sterne in anderen Galaxien. Und Supernovae haben wie Cepheiden, die Sterne, die Edwin Hubble benutzt hat, um herauszufinden, dass es andere Galaxien gibt, den Vorteil, dass man mit ihnen Entfernungsbestimmung betreiben kann. Die Supernova, die man hier unten sieht, das hier ist der explodierende Stern, ist 50 Millionen Lichtjahre weit entfernt. Mit den gesammelten Daten aus den unterschiedlichen Supernovae fanden die unterschiedlichen Teams, es waren mehr als eins, hatten mehrere Leute die gleiche Idee zur gleichen Zeit, fanden die Wissenschaftler etwas Erstaunliches heraus. Das Universum dehnt sich nicht nur aus, so wie es Edwin Hubble bereits gemessen hatte, sondern die Ausdehnung beschleunigt sich auch noch. Das war die Geburtsstunde der Entdeckung der dunklen Energie, von der wir heute annehmen, dass sie etwa 70% des Materie-Energiehaushalts des Universums ausmacht. Und wir wissen immer noch nicht genau, was es eigentlich ist. Diese Entdeckung wurde 2011 mit dem Nobelpreis geehrt und das auch völlig zu Recht. 1999 kommt es zu einer vorgezogenen Service-Mission, ursprünglich Service-Mission 3 genannt, so wie es hätte sein sollen, wurde daraus die Service-Mission 3a. Was war passiert? Hubble besitzt 6 Gyroskope, mit denen es messen kann, wie schnell es rotiert. Und von diesen waren Ende 1999 4 ausgefallen. Und das war zu wenig, um noch direkt mit Sicherheit zu messen, wie sich Hubble genau dreht. Das heißt, Hubble wurde in den Safe-Mode gepackt, es durfte nicht mehr beobachtet werden und hat im Prinzip darauf gewartet, repariert zu werden. Und das wurde 1999 gemacht. Es wurden alle 6 Gyroskope ausgetauscht, nicht nur die kaputten, sondern auch die beiden älteren. Und das war es im Prinzip auch schon. Das hat sichergestellt, dass Hubble sofort wieder arbeiten konnte. Verzeihung. Im Jahr 2000 dann schließlich eine Entdeckung, die vor allem die Öffentlichkeit sehr fasziniert hat, weil schwarze Löcher einfach immer faszinierend sind. Ein deutsches Team vom Max-Planck-Institut für Astronomie, angeführt vom Hans-Walter Rix,
hat etwa 2 Dutzend Spiralgalaxien untersucht und ganz besondere den Gasbereich ganz im Kern und die Gasgeschwindigkeiten dort gemessen. Und sie maßen Geschwindigkeiten von bis zu 19 Millionen Kilometern pro Stunde. Und um solche Geschwindigkeiten zu erlauben, ohne dass die ganze Gaswolke auseinanderfliegt, braucht es ein sehr, sehr massereiches Objekt. Ein Objekt, das man aber nirgends sieht. Ein Objekt, das allerdings vorhergesagt wird, nämlich als supermassereiches schwarzes Loch. Das war der erste Beweis, dass es diese supermassereichen schwarzen Löcher gibt. Heute wissen wir, dass es diese Objekte im Zentrum von fast allen großen Galaxien gibt. Und seit etwa einem Jahr haben wir auch den ersten direkten Nachweis in Form eines Bildes, einer direkten Beobachtung eines supermassereichen schwarzen Loches. 2002 dann der zweite Teil der Service Mission 3. Hier kommt dann das eigentliche Instrument zum Einsatz, das ursprünglich geplant war, eingebaut zu werden, der ACS, die Advanced Camera for Surveys. Das ist eine neue Kamera mit einem extra breiten Sichtfeld. 2003 dann der nächste große Unfall bei der NASA. Diesmal erwischt es das Space Shuttle Columbia, das beim Wiedereintritt verglüht. Hier sieht man die letzten Reste. Auch das führt wiederum dazu, dass die NASA jegliche Space Shuttle-Flüge verbietet und hat natürlich in weiterer Folge dann auch Auswirkungen auf weitere Service-Missionen für Hubble, denn die werden alle gestoppt. 2004 dann der nächste spannende große Wurf von diesem faszinierenden Bild, das Astronomen auf der ganzen Welt begeistert hat, war jetzt nicht so spannend anzusehen. Was das wirklich Spannende ist, ist dieser kleine Punkt hier unten, den man 2004 beobachtet hat und später dann 2006. Und wenn man das Ganze dann auf eine Ellipse gelegt hat, dann hat man gesehen, oh, dieses Objekt, dieser kleine Punkt hier, verhält sich doch wie ein Planet, der hier den Stern vom Mahlhaut umkreist. So sah die künstlerische Darstellung dazu aus. Vom Mahlhaut ist eben von dieser hellen Staubscheibe umgeben, diesem Ring, den man hier sieht. Der Stern selbst hier ist in der Mitte ausgeblendet. Und so hat sich damals der Künstler das vorgestellt. Wie wir seit etwa einer Woche wissen, ist das nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich ist das kein Planet, der wurde nämlich im Lauf der nächsten Jahre immer lichtschwächer und immer diffuser wie eine Nebelwolke. Und die neueste Theorie ist, dass Hubble keinen Planeten beobachtet hat, sondern den Zusammenstoß von zwei asteroidenartigen Objekten, also Planeten, die gerade erst in Entstehung bestehen, waren und die hier miteinander kollidiert sind, ein sehr, sehr seltenes Ereignis und deren Trümmerwolke sich jetzt langsam immer weiter ausdehnt und dabei auch immer lichtschwächer wird. Also man sieht, das, was man gefunden hat, muss nicht immer stimmen. Neuere Beobachtungen können dann immer dazu führen, dass man das Ganze überdenkt und neue Ergebnisse dann am Ende hat. 2004 benutzt man die neue Kamera, die man hat, mit noch mehr Beobachtungszeit, diesmal 11 Tage, um ein noch tieferes Bild als das ursprüngliche Hubble Deep Field zu erzeugen, nämlich das Hubble Ultra Deep Field, also das ultratiefe Feld. Auf diesem Feld hier tummeln sich 10.000 Galaxien und sie sind bis zu 10 Milliarden Jahre alt. Also man sieht zurück bis fast an den Beginn des Urknalls. Um einen Vergleich zu haben, wie groß dieses Feld ist, hier im Vergleich mit dem Vollmond, den wir alle gut kennen, das Feld hat etwa ein Zehntel der Größe des Vollmondes. Und wenn man jetzt dieses Feld über den gesamten Nachthimmel machen würde und dann auch noch die Galaxien hinzuzählt, die zu lichtschwach sind, um mit Hubble gesehen zu werden, dann erhält man die faszinierende Anzahl von 2 Trillionen Galaxien im beobachtbaren Universum. 2005 feiert Hubble sein 50-jähriges Jubiläum mit dieser wunderschönen Aufnahme der Whirlpool-Galaxie. Das ist aus zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen, unser Gastgeber hier, Faszination Astronomie Online, sitzt im Haus der Astronomie im architektonisch wahrgewordenen Darstellung dieser Galaxie. Das Haus der Astronomie ist dieser Galaxie nachempfunden, dem Kernbereich. Und zum anderen markiert das 15-Jahr-Jubiläum, das offizielle Ende der Hubble-Mission. Hubble war ursprünglich für 15 Jahre ausgelegt und alles, was danach kam, war praktisch ein Bonus.
Das heißt, wir haben morgen das Doppelte der ursprünglichen Lebenszeit von Hubble erreicht. 2005 blickt Hubble mal wieder in unsere direkte kosmische Nachbarschaft im Sonnensystem, und zwar auf den damals noch Planeten Pluto, und stellt dabei fest, dass Pluto nicht nur vom Mond Charon umkreist wird, sondern es auch noch weitere potenzielle Monde zu geben scheint. Das wurde später bestätigt und die zwei Monde wurden Nix und Hydra genannt. Jahre später, ebenfalls mit Hubble, wurden noch zwei weitere Monde gefunden, die Kerberos und Styx genannt wurden, sodass das Pluto-System schlussendlich aus fünf Monden besteht. Und es war nicht ganz unbegründet dann, warum Pluto zum Zwergplaneten gemacht wurde. 2008 gibt es dieses spektakuläre Bild von zwei Space Shuttle, die gleichzeitig startbereit sind. Was war passiert? Die Öffentlichkeit hat Druck gemacht, Hubble noch einmal zu warten. Und 2005 entschloss sich die NASA, ja, wir gehen das Risiko ein, wir fliegen noch einmal zu Hubble hinauf, allerdings nur, wenn es gleichzeitig eine Exit-Strategie gibt in Form eines zweiten Space Shuttles, das bereitsteht, sollte dem ersten Space Shuttle beim Start irgendetwas zustoßen, in einer Form, dass es eine sichere Landung nicht mehr durchführen kann. Man sieht vorne das Space Shuttle Atlantis, das dann hochgeflogen ist, und im Hintergrund die nicht notwendig gewordene Rettungsmission in Form von Endeavour. Bei dieser Service-Mission 2008 wurde im Prinzip alles verbessert, dass man irgendwie verbessern konnte. Es wurde zwei neue Kameras eingebaut. Es wurden zwei Kameras repariert, was so nie vorgesehen war. Also eigentlich waren die Kameras ja als Module konzipiert, sodass man sie ausbauen und etwas komplett Neues einbauen kann. Bei der vierten Service-Mission wurde allerdings im Weltraum Reparaturen durchgeführt und es wurde am Hinterteil von Hubble das sogenannte Soft-Capture-Mechanismus angebracht. Mechanismus, der es erlaubt, später eine Rakete anzudocken, um Hubble sicher aus dem Orbit zu bringen und verglühen zu lassen. Das Problem ist nämlich, Hubbles Hauptspiegel ist so massiv, dass er bei einem Wiedereintritt nicht verglühen würde, sondern würde irgendwo einschlagen. Das müsste man sicher gehen, dass dann auch das im Ozean passiert und nicht über einem belebten Ortsteil. 2009 wiederholt man das Hubble Ultra Deep Field, allerdings dieses Mal im Infraroten. Und das sieht dann so aus. Und um den Hattrick komplett zu machen, macht man das Ganze dann 2014 auch nochmal im Ultravioletten. Und damit hat man ein Stück Himmel details beobachtet in drei sehr unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, Ultraviolett, Sichtbar und Infrarot, was es erlaubt, ein wirklich sehr, sehr komplettes Wissen zu sammeln über diese Galaxien, die in diesem Sichtfeld versammelt sind. Kaum hat man dieses Projekt abgeschlossen, haben sich die Astronomen überlegt, wie könnte man denn noch tiefer in das Weltall hineinblicken. Hubble war mit den Ultra Deep Fields im Prinzip am Rande seiner Möglichkeiten. Alles, was noch lichtschwächer war, würde im Rauschen der Kameras untergehen. Das heißt, man brauchte eine Alternative. Und hier kam Einstein zur Hilfe, oder besser gesagt die Theorie, die er aufgestellt hat, nämlich, dass Masse die Raumzeit krümmt und verändert. Es haben sich als Astronomen fünf massereiche Galaxienhaufen herausgesucht, hier sieht man eine, und das Frontier Field Projekt gestartet. Die Grundidee war, dass die Masse des Galaxienhaufen das Licht von noch weit entfernten Galaxien krümmt und verstärkt, wie eine Linse, eine kosmische Linse, sodass man Galaxien beobachten kann, die eigentlich zu lichtschwach wären, als dass Hubble sie noch sehen könnte. Gleichzeitig konnte man mit der Hilfe diesen Galaxienhaufen und den Galaxien, die durch diesen Gravitationslinseneffekt vergrößert wurden, versuchen herauszufinden, wo sich die unsichtbare dunkle Materie befindet, die einen Großteil der Materie des Universums ausmacht. Hier sieht man die dunkle Materie in Blau eingezeichnet. Das ist nicht wirklich sichtbar, das ist ein mathematisches Modell, das über das Bild drüber gelegt wurde. Und wenn man hier Materieklumpen ansiedeln würde, Materie, die man mit elektromagnetischer Strahlung nicht sieht, dann würde man die verzerrten Bilder bekommen, die wir offensichtlich in den Aufnahmen sehen. Das heißt, man kann hier ein bisschen mathematische Modelle testen. 2015, das war der Bereich, in dem ich dann langsam übernommen habe, Hubble-Öffentlichkeitsarbeit zu machen, haben wir sowohl die Öffentlichkeitsarbeit als auch
die Astronomen die Hubble benutzen, uns an ein Mörderprojekt gewagt. Wir wollten Andromeda im Detail aufnehmen. So, hier links nochmal die alte Fotoplatte von Edwin Hubble. Hier, wie man Andromeda mit einem guten bodengebundenen Teleskop aufnehmen kann. Und was man hier in diesem eckigen Zickzackmuster sieht, das sind die einzelnen Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops über diesen gesamten Bereich, diesen rechten Bereich der Andromeda-Galaxie, wo wirklich die Hälfte der Galaxie faktisch beobachtet wurde. Was hier rechts im rechteckigen Bereich ausgeschnitten ist, das war dann das, was wir von der Öffentlichkeitsabteilung publiziert haben. Und das war dieses Monsterbild hier, bestehend aus 1,5 Milliarden Pixeln mit einer Größe von 4,3 Gigabyte. Von links nach rechts ist das Bild 40.000 Lichtjahre in der Breite. Und wenn man reinzoomt und sich das genau anschaut, dann kann man 100 Millionen Sterne darauf identifizieren. Das heißt, das erste Mal, dass wir eine Galaxie außerhalb unserer Milchstraße in einem solchen Detailgrad untersuchen konnten und aufnehmen konnten. Ebenfalls 2015 gab es diese wunderschöne Aufnahme, ist eine weitere Aufnahme aus dem Frontier Field Projekt. Und hier ist etwas sehr, sehr Faszinierendes passiert. Und zwar hat der Galaxienhaufen eine Galaxie dreimal auf den Nachthimmel abgebildet. Und das sind diese drei Aufnahmen hier. Und also das an und für sich ist schon spektakulär genug, dass man eine Galaxie so schön dreimal sieht. Und durch einen kosmischen Zufall war in dieser Galaxie hier unten eine weitere Vordergrundgalaxie, das ist dieser Blob hier, der einen Spiralarm der Galaxie hier nochmal als Gravitationslinse verändert. Das ist schon wirklich ganz toll. Und durch einen noch größeren Zufall passierte genau in dem Moment, als Hubble die Beobachtung machte, in diesem Spiralarm eine Supernova-Explosion. Und da dieser Spiralarm hier so komisch verzerrt wurde durch diese Gravitationslinse, sieht man die Supernova nicht nur einmal, sondern viermal. Das war schon wirklich sehr, sehr spektakulär. Allerdings, es wird noch besser. Diese drei Galaxien, die man hier am Nachthimmel sieht, sind nicht zeitlich identisch. Sie sind zeitlich versetzt. Das Licht, das durch diesen von der Galaxie zu uns kommt und dabei durch den Galaxienhaufen muss, nimmt unterschiedliche Wege. Und diese Wege sind unterschiedlich lang. Das heißt, wir sehen diese Galaxie zu unterschiedlichen Zeiten in der Zeit. Und jetzt können wir kosmologische Modelle und Gravitationslinsenmodelle wirklich testen. Und die Astronomen, die das getestet haben, haben ihr Modell genommen und gesagt, wenn unser Modell stimmt, dann hätte man, wenn man beobachtet hätte, 1998 hier oben eine Supernova sehen können. Haben wir nicht, wir haben es damals nicht beobachtet. Was wir beobachtet haben, war Ende 2014, 2015 wird es publiziert, Ende 2014 hier vier Supernovae durch die Gravitationslinse. Und wenn unser Modell korrekt ist, dann sollte Ende 2015 hier eine Supernova erscheinen. Und das war wirklich ein einmaliges Erlebnis und es waren auch richtig, richtig tolle Wissenschaftler, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte, die unglaublich begeistert waren, einmal ein mathematisches Modell durch Beobachtungen wirklich testen zu können auf dieser Größenordnung. Und was dann tatsächlich passiert ist, ja, es ist auf dem Pixel genau dort die Supernova erschienen, wo sie es vorhergesagt haben. Damit war aber dieses Bild noch nicht zu Ende. 2018 kamen dieselben Wissenschaftler wieder zu mir und sagten, erinnerst du dich noch an diese Supernova? Und ich sagte, ja, natürlich. Sie haben das Feld weiter beobachtet und dabei ist ihnen wieder etwas aufgefallen, nämlich es ist plötzlich ein anderer Stern aufgepoppt in diesem Spiralarm hier. Und es war wirklich ein einzelner Stern, ein heißer blauer Riese. Und der wurde ebenfalls durch einen Gravitationslinseneffekt heller gemacht, mehrere tausendmal heller. Ein sehr großes, massereiches Objekt, vielleicht ein schwarzes Loch, ist zwischen uns und dem Stern vorbeigeflogen und hat die Lichtkraft des Sterns gebeugt, sodass es für uns sichtbar wurde. Der Stern wurde Icarus getauft von den Astronomen und ist der am weitesten entfernte einzelne Stern, den wir kennen. Er ist 10 Milliarden Lichtjahre von uns weg. Ich mag Zufallsentdeckungen und deswegen hier die letzte Entdeckung, bevor wir dann zum Ende kommen. Ein Astronom hat Sterne untersucht in einem
Sternhaufen, einem Kugelsternhaufen, und dabei festgestellt, dass hier irgendetwas seltsam ist. Also es war ein Kugelsternhaufen in der Milchstraße, und ihm ist diese Ansammlung von Sternen, diese lichtschwachen Sterne hier im Hintergrund aufgefallen. Und als er die untersucht hat und die Entfernungsbestimmung betrieben hat, hat er festgestellt, das ist eine Zwerggalaxie. So eine Zwerggalaxie, die die Milchstraße umkreist und die er rein zufällig gefunden hat, wobei er eigentlich etwas ganz anderes gesucht hat. Und das war eine sehr schöne Entdeckung, fand ich. Es hat einfach gezeigt, dass Wissenschaft nicht immer zielgerichtet ist, sondern manchmal wirklich durch den Zufall getrieben ist. Jetzt bin ich schon weit über der Zeit und habe trotzdem nur einen kleinen Bruchteil dessen präsentiert, was Hubble in den Jahrzehnten geleistet hat, und auch nur einen Bruchteil dessen, was wir von der Öffentlichkeitsabteilung in den letzten 30 Jahren an die Öffentlichkeit und an die Medien herangetragen haben. Es ist wirklich eine Unmenge an Daten. Wenn man sich ein bisschen hineinlesen will, was Hubble alles gemacht hat und was Hubble noch alles leisten kann, empfehle ich die Seite spacetelescope.org. Das ist von der Europäischen Weltraumbehörde die Seite. Sollte es noch Fragen geben nach dieser Fragesession oder auch wenn jemand später das Video sieht, mich kann man auf Twitter und auf Instagram erreichen. Nächste Woche geht es weiter hier mit dem nächsten Vortrag über Kometenplasma. Eine Kollegin von ESA ESTEC hält diesen Vortrag und das wird sicher sehr, sehr spannend. Und dann können wir uns jetzt im Prinzip den Fragen zuwenden. Die erste Frage war, gibt es noch ein bisschen Hoffnung für Hubble? Wenn wir zum Mars wollen, kann man doch an Hubble mal testen, Hubble nochmal erweitern und so. Und wer zum Mars möchte, kann ja mit einem Ausflug in den Orbit ausprobieren, ob das Shuttle hochkommt. Gut, es ist relativ komplex. Ich werde auch immer wieder gefragt, könnte denn nicht SpaceX da was machen? Das Problem ist, dass Hubble wirklich sehr auf das Space Shuttle ausgelegt wurde. Also es brauchte diesen Arm vom Space Shuttle, um eingefangen zu werden. Die Instrumente, die Hubble an Bord hat, passen genau in die Space Shuttle-Ladebucht. Es ist relativ komplex. Also ich würde auch gerne hören, dass Elon Musk oder ein anderer Privatier oder eine staatliche Organisation vortritt und sagt, ja, ich nehme ein paar Milliarden in der Hand, um etwas zu entwickeln, das Hubble retten kann. Aber wir müssen uns auch ins Auge sehen, dass Hubble alt wird. Also, dass Hubble mittlerweile 30 Jahre aktiv ist, ist ein großes Wunder. Auch wenn nur noch viele wenige Teile original sind. Die meisten wurden ja schon ersetzt. Und es wäre vielleicht tatsächlich an der Zeit, das Geld in die Hand zu nehmen, um ein besseres Weltraumteleskop zu bauen, ein anderes, als Hubble nochmal abzugraden. Wie hoch ist die Auflösung der Kameras? Ich nehme an, das bezieht sich auf die Pixelanzahl. Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Zum einen hat Hubble sehr viele unterschiedliche Kameras an Bord und jede Kamera hat auch noch unterschiedliche Modi. Aber im Generell sind wir unterwegs im Bereich von bisschen mehr als 1000 mal 1000 Pixel, die ein Bildfeld hat. Wir können allerdings problemlos ja mehrere Bildfelder nebeneinander machen und so unsere Aufnahmen erweitern. So, jetzt ist meine Stimme wirklich kurz am Ende. Muss ich kurz was trinken? Gut. Die Dämpfung der Brille, wie viel schlechter ist Hubble nun? Nicht messbar. Also meines Wissens nicht messbar. Und mittlerweile, ich habe das nicht erwähnt, die Brille wurde wieder ausgebaut. Denn was die Brille gemacht hat, sie hat ja im Endeffekt einen Slot, einen Kameraslot belegt. Das heißt, es war immer eine Kamera zu wenig an Bord, solange Coaster installiert war. Was man gemacht hat bei den neuen Kameras, ist im Prinzip innerhalb der Kamera zu korrigieren, und man hat die Brille dann wieder ausgebaut. Also Coaster wurde wieder heruntergeholt. Ja, kann man Hubble nochmal höher schieben und wäre eine Überholung sinnvoll, gibt es Anzeichen von Altersschwäche und verbrauchte Betriebsstoffe. Also wie schon gesagt, ich halte es für nicht mehr sehr sinnvoll, auch wenn ich Hubble über alles liebe und ich mache mir sicher keine Freunde, wenn ich sage, man sollte es nicht mehr machen. Aber es ist wirklich so, dass man Hubble mittlerweile das Alter anmerkt. Das Rauschen in den Kameras wird stärker. Einfach durch die kosmische Strahlung werden die Kameras veraltet. Wir haben mittlerweile auch schon einige Gyroskope verloren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Gyroskope ausfallen und wir dann Hubble nicht mehr benutzen können. Das heißt,
wenn wir dann nicht wieder eine Service-Mission machen, wie ich vorhin bereits gesagt habe, dass ich das für wenig sinnvoll halte, dann wird Hubble über eher kurz als lang sowieso außer Betrieb gehen. Betriebsstoffe hat Hubble zum Glück keine an Bord. Das wurde ja immer so konzipiert, dass man keine Verbrauchsmaterialien an Bord hat in Form von Treibstoff oder Kühlmitteln. Da gibt es ja andere Teleskope, die da mehr davon betroffen sind. Gut, das war's dann soweit. Ich hoffe, Sie hatten alle einen schönen Abend, einen schönen Vortrag. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung über meine Kanäle. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie noch das Wetter und bis Dienstag.